Ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Vierte. So hat es angefangen. Und ich habe dann einfach die Position des Springers eingenommen. Wenn einer der drei Tenöre ausfällt? Ja, sicher. Das kommt ja auch laufend vor. Und das Problem bei mir ist natürlich eine perfekte Playback-Anlage, die zur Verfügung stehen muss, denn ich habe nur einmal in meinem Leben wirklich gesungen. Das hat vielleicht eineinhalb Jahre gedauert. Ist alles aufgenommen worden? Ist alles aufgenommen worden, digital. Dann eine der herrlichsten Stimmen der Welt, sagt man. Ja, alles vorbei. Dann kam diese Stimmband-Operation. Ja, Lähmung, Verknotung. Dann war es Schluss. Haben beschnittenes Stimmband. Ja, ja, ich habe dann erst noch silberne Stimmbänder eingesetzt bekommen, aber das hat auch nicht funktioniert. Und klang dann wieder zu blechern, ja. Und wir haben es dann also völlig digitalisiert. An sich ist sozusagen mit einem Silberfaden etwas verlängert, ja. Ja. Ist an sich in dem ganzen Stimmvolumen, ja, reicht von... das reicht also von fast Falsett bis zum tiefen Kontrabass, nicht? Ja. Bloß das kann ich eben selbst nicht mehr darstellen. Nein. Aber das macht ja auch gar nichts. Und Sie machen die Mundbewegungen einfach so? Ja. Ja, wie der Text ist? Natürlich. Ja, natürlich. Ach, wie so trügerisch kann man doch leicht die Mundbewegungen nachzuziehen. Kann man sicher, ja. Ja. Aber Sie haben ja auch ein sehr eigenwilliges Repertoire. Das heißt, sicher, also, vor allem... wenn die drei Tenöre ausfallen und Sie einen davon vertreten... lege ich natürlich Wert darauf, dass diese Volkslied-Putpourri-Geschichten wegkommen und Opern zum Klang kommen, die selten oder gar nicht gespielt werden. Es gibt 80.000 Opern in der Welt. Die gibt es, ja. Davon werden aber vielleicht 7.000 sind wohl bekannt und mit... Stimmauszügen versehen und mit Klavierauszügen. 70 spielt man und 7.000 sind bekannt, sodass sie in Opernhäusern vorkommen. Schon sehr selten. Also es reduziert sich eigentlich auf ein paar hundert, die tatsächlich im Repertoire sind. Und 60, die wirklich populär sind und Kassenschlager werden. Ja, und die eigentlich immer wiederholt werden. Eigentlich bloß 12 oder 8. Ja? Naja, so. Das ist ein bisschen wenig. Es gibt schon ungefähr 60, die sich wiederholen, wenn sie die Programme studieren, haben sie also dieses Spektrum. Aber das Geräuschbüro und so weiter, das ein Sänger an sich hat und so, das haben Sie nach wie vor. Ja, ich habe mir damals ja eine künstliche Sinusitis als Basis zulegen lassen, mich tagelang mit Eiswasser beträufeln lassen und habe mir dann eine Sinusitis geholt, die ich mir bis heute erhalten habe, die bleibt, ja. Warum? Und weil die Schwingungen... Die sind natürlich bei einer Erkältung viel intensiver. Bei geschlossenen Nebenhöhlen. Ja, du musst dir wie eine gestopfte Trompete vorstellen. Da gibt es eine ganz andere Klangfarbe. Und die Klangfarbe Ihrer Stimme ist ja nie wieder erreicht worden von irgendjemandem. Nee, aber sie ist ja konserviert. Sie ist ja konserviert. Und das ist ja heute völlig ausreichend. Also Sie singen zum Beispiel den Sigurd von Reyer. Oh ja, oh ja. Das ist ja ein riesen Werk. Das geht über 7 Stunden. Dieter Rico, die Ravenna. Ja, Dietrich von Bern ist auch viel zu unbekannt. Denn das ist sowohl vom Libretto als auch von der Vertonung her. Tamerlan von Händel. Ja, das ist eine sehr interessante Figur. Die habe ich gerne. Wotan von Adam Meyer. Ja. Überhaupt die ganze Edda ist ja vertont worden. Da gibt es ja so einen riesen Zyklus, einen Liederzyklus.
ja, aus dem Norwegischen ja nie übersetzt worden ist, nicht? Also aus dem alten Norwegischen. Also 12 norwegische Opern? Oh ja, ja. Oh ja. Und ich meine, die ganze... 40.000 italienische? Ja, wir werden ja auch ständig noch nachproduziert. Deutsche Opern sind an sich zählbar und wenig. Ja, es gibt ein paar Komponisten, die heute noch leben. Mir kann gar nichts passieren. Ja? Ja, wenn ich da so an meine drei Kollegen denke, an Luciano oder Placido, die haben natürlich jeden Tag sozusagen... Bibbern sie, ob sie es hinkriegen. Und bei der leichtesten Erkältung sind sie natürlich völlig verunsichert. Ne? Sind sie auch immun gegen Alter? Ja. Sie können noch mit 90. Solange ich sozusagen mich auf dem Bein halten kann und stehen kann und keine Kieferverkrampfung bekomme, habe ich kein Problem. Erklingen die 17.000 Rollen, die Sie haben? 17.000 würden Sie doch sagen, Repertoire? Ja, Stücke hätten Sie. 7 Stunden Zugabe, ja? Also ein Konzert von 1,5 Stunden, dann haben Sie 7 Stunden weitergemacht. Ja? Einmal, ja. Was Sie ja nicht anstrengt, was ja über die Lautsprecher. Ja, ja, sicher. Bloß, ich meine, 14 Lautsprecher. Ich hätte fast mein Flugzeug verpasst, ja. 14 Lautsprecher. Hm? Das kann man wohl machen in guten Häusern, ja. Aber es ist nicht bloß die Lautsprecher, sondern es ist vor allem die Mischung und die Anlage muss ja für jedes Haus extra gestimmt werden. Ja. Und die Mundbewegung, wie machen Sie das? Also wenn Sie meinetwegen singen, Io sono di Derrico di Ravenna. Ja. Io sono di... Ja, Riderico di Ravenna. Leise hört man den... Aber so, Sie machen so das... Alte Raben. Und den Konsonanten, ja. Die deuten Sie an? Ja, andeuten, aber nichts übertreiben. Mich stört der Dirigent eigentlich immer, weiß, wo Sie mich, sind. Ja, ja, mich stört eigentlich, wenn das zu sehr ausgespielt wird, das typische Sängergehabe der Konsonanten. Ja. Ich finde das eben schön, wenn das so reingemischt ist, dass es eben nicht auffällt und trotzdem deutlich verständlich ist. Ja. Wie bekommen wir Ihnen so eine lange Reise? Also wenn Sie meinetwegen von Kapstadt nach Oslo müssen, ja, nicht? Das ist ja Nord-Süd, da entsteht ja kein Time-Lag, glaube ich. Nein, das nicht, aber es dauert trotzdem sehr lange. Gibt es umsteigens, ja. Ja, ich meine... Es gibt ja nach wie vor keine Direktlinie. Ne? Nö, aber es gibt, man verliert viel Zeit mit dem Umsteigen. Ne? Ja. Das ist für eine Direktlinie auch wohl nicht interessant genug, ne? Dann, Kabul-Kapstadt, wie geht da die Verbindung? Gar nicht. Moment, doch. Es gibt schon. Karachi? Nee, also Air India fliegt dorthin, Pakistan fliegt dorthin. Was ist die Ihre Spezialität? Die italienische, das italienische Fach, das französische Fach? Französisch? Naja, ich meine, die Mutter der Oper ist dann immer noch Italien. Ja. Bloß die französischen Opern sind so ins Hintertreffen geraten, dass ich mich heute sehr für sie stark mache. Deswegen gelte ich eigentlich als der große Kenner und Spezialist für französische Opern. Aber ich meine, mir ist schon klar, dass... Ich hörte Sie neulich in Noah von Bizet. Ja. Nee? Das hat ja mit der Arche Noah nichts zu tun, sondern mit der Vorgeschichte. Genau. Und ich finde gerade im... Sie singen da den bösen, gestürzt gefallenen Erzengel. Ja. Ich möchte eigentlich mal am liebsten in Auftrag geben, dass die ganzen Tierstimmen ausgearbeitet werden. Also ich würde gerne eine ganz andere Noah-Oper haben, eben die nicht sich so sehr um die Personen, sondern um die Tiere kümmert. Ich finde, das wäre eine hochinteressante Sache, wenn man diese Tierstimmen reinbringen könnte. Ich würde es auch gerne alles, sämtliche Tiere selber singen. Wie vertragen Sie sich mit den drei Tenören? Sind Sie eifersüchtig? Nö. Ich finde das ja sehr angenehm. Kollegial. Also... Ich bin ja so ein Quereinsteiger, ja, wenn man es freundlich ausdrückt. Und irgendwie, am Anfang haben sie sehr auf mich herabgeschaut. Ja, wenn ich da als Springer für einen einsprang, fühlte der sich also immer sozusagen schlecht repräsentiert. Ja. Heute haben sie begriffen, dass das Ganze dadurch bereichert wird und dass sozusagen von der Vielseitigkeit und Vielverwendbarkeit meiner Stimme auch ein Glanz auf sie zurückfällt. Nein, das macht inzwischen auch viel Spaß und
Wir müssen eigentlich Mühe geben, wenn sozusagen man die Vorführung beginnt, die Lichter erlöschen, wieder zur Ernsthaftigkeit zurückzufinden. Denn eigentlich ist es ein Mordspaß. Wenn Sie mal so die Reisen beschreiben, jetzt letzte Woche kommen Sie von San Francisco, ja. Müssen Sie noch am selben Nachmittag nach Sydney, ja. Fahren dann weiter? Naja, gut, ich singe erstmal, nicht? Ja. Noch in der Nacht, dann machen wir dann. Das habe ich auch eingeführt, dass eben nicht mehr diese klassischen Zeiten, sondern es gibt Mitternachtsaufführungen und das kommt sehr gut beim Publikum an. Ja? Oder ich habe mal eine Morgenmesse in Bangkok gesungen, in einem Fußballstadion, das war voll. Ja. Und da haben Sie die Kirche? Ja. Ein Matutin. Ein Matutin? Ja. Haben aber nicht Kirchliches gesungen? Nein! Aus Norma Berlin? Ja. Ja. Mhm. Also richtiges gemischtes Programm, absolut nicht kirchlich. Mhm. Wenn kirchlich, würde ich das allerdings auch im Fußballstadion singen und nicht in der Kirche. Ach, Sie meinen, man sieht das, dieses Blitzen im Auge. Ich habe da so eine Ablösung, die Netzhaut, und dann blitzt es manchmal in meinem Auge. Ja, im Dunkeln. Ja, ja. 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 Und es wandert auch immer sowas hin und her. Ich meinte mehr, dass Sie sozusagen das Publikum, also mit blitzendem Auge. Ja, naja, so gut, das kommt doch an, dass die vordersten Reihen sind immer noch 20, 30 Meter entfernt, ja. Und das blitzende Auge, das müssen die sozusagen sich mehr vorstellen, als dass sie es tatsächlich sehen. Aber die Einbildung spielt ja auch eine große Rolle. Sie haben doch dahinter dann diese riesen Leinwand, ja, wo das also überlebensgroß gezeigt da wird. Da können Sie das sehen. Ja. Und da kann man doch sehen. Ja, und da haben Sie ja diesen berühmten Augenaufschlag, ja, ja. Der einen bestimmten hohen Tönen einsetzt. Ja. Die Sie ja selber nicht anstrengen. Nee. Bloß ich weiß eigentlich, dass bei hohen Tönen das Auge sich so verändert. Und das hohe C, ja, übertreffen Sie ja mit dem hohen D, dem hohen Dis, bis zum F. Ja, ja, aber das macht sehr viel Mühe. Ja. Hat gemacht seinerzeit. Ja. Nein, es machte mich. Meine Stimme ist ja erhalten. Ja. Auch wenn ich sie nicht mehr selber produziere. Ja. Wir wollen nicht von der Vergangenheit reden. Ja. Ich singe heute noch. Wann denn? Na, Badezimmer. Wie? Nein. In dem Moment, wo eine Aufführung ist, wo ich auftrete, singe ich. Aber Sie können doch mit Ihren zerstörten und beschnittenen Stimmbändern gar nicht singen. Ist doch Playback dafür da. Ach so. Und wer merkt das schon? Ja, verstehe. Ja, heute ist die Technik da so perfekt, dass für das Publikum singe ich und wir wollen es dabei auch belassen. Sie ist gleichmäßig, ja? Ja, in meiner Gent. Ja? Ja. Das machen Sie, Klavierauszug, lassen Sie sich vorspielen und Sie hatten das absolute Gehör, jetzt sind Sie ja taub. Ja, und dann hat man ja natürlich den Vorteil mit dem Einspielen, man kann unterbrechen, man kann sozusagen häppchenweise vorgehen und wenn es einem nicht gefällt, wiederholt man es, so bis man durch ist. Ist eigentlich viel Synchronisieren. Ja. Was lieben Sie an der Oper? Oder was ist eine Oper überhaupt? Eine fantastische Welt, die vor allem das Gemüt anspricht und Gefühle erlaubt, die normalerweise in der Größe und in dem Pathos wir uns gar nicht zugestehen. Das ist ein Antirealismus des Gefühls dahinter. Oh ja, nicht? Ich meine, in der Oper werden Liebe und Hass und Treue und Glauben und Hoffnung ja zu Werten hochstilisiert. Die im Alltag lästig werden. Im Alltag lächerlich wären. Ja. Nicht? Ja. Und das ist alles in der Oper erlaubt und trägt ja auch die Oper. Nicht? Die Oper ist, geht mit den großen Gefühlen um. Oh,
meine sehr ausgefeilte Technik des Playbacks, also der Lippenbewegung, die macht mir so schnell keiner nach. Und deswegen, die double denen eigentlich mehr für Pressegeschichten, für Pressekonferenzen, für Fototermine und so etwas. Und wenn ein Termin gar nicht zu erreichen ist, sagen wir mal. Ja? Richtig, richtig. Aber damit muss man sehr vorsichtig sein, damit kann man sich dann wirklich wiederum die Veranstalter verärgern. Wenn das in der Presse plötzlich steht, sie sind in fünf verschiedenen Orten der Welt gewesen. Ja, zwar gleichzeitig. Ja. Nee, das haben wir ein paar Mal gemacht und es hat auch einen ziemlichen Wirbel gegeben. Ein Skandal, das Wort Skandal kenne ich in meinem Leben sowieso nicht, weil ich finde, mein ganzes Leben ist ein Skandal und ich genieße ihn vom ersten bis zur letzten Stunde, ja. Ihr Urteil über José? Gott, eitel und wahrscheinlich nicht klug genug, um freundlich zu sein, zu erkennen, wann der Höhepunkt erreicht ist. Hört nicht rechtzeitig auf. Er wird nicht rechtzeitig aufhören. Es ist eine Kunst, rechtzeitig aufzuhören. Ja, ja, man muss wissen, dass es dann ja keine Steigerung mehr gibt und man diesen Gipfel, den man erklommen hat, nicht sehr lange halten kann. Man sollte in dem Moment das tun, was ich auch getan habe, konservieren. Ich habe einmal sozusagen einen Höhepunkt gehabt und Gott sei Dank ihn konserviert. Bewusst. Placido ist bescheidener, aber ehrgeizig, wahnsinnig ehrgeizig. Und autoritär? Nö. Autoritär ist eigentlich nur Luciano. Kennen Sie die Singfähigkeit von Fröschen? Es ist ja sozusagen die einzige Art in der Welt. Es gibt 4000 Froscharten, aber ja, alle sind sie. Es gibt auch giftige. Ja, okay. Aber sie singen doch um ihr Leben. Ja? Die Genfolge hängt da von der Stimmqualität ab. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, es ist ja eine Brautwerbung, nicht, die stattfindet. Und ich finde das wunderschön, was die Frösche an Sie Tönen erzeugen Frosch können. In ihrem Wappen, ja? Also sagen wir mal in ihrer Werbung, ja? Nicht? Ja, nicht im Wappen. In der ich finde das auch eine großartige Sinnbild für Sänger. Ja, die Kunst der Frösche aus im Verhältnis zu unserem Lungenvolumen, relativ kleinem Luftvolumen, diese Vielfalt von Tonalität zu erzeugen und Stärke. Ich empfinde durchaus Freude, wenn ich Froschgesang höre. Für mich ist das Gesang. Das sagten Sie vorhin schon einmal, dass Sie sozusagen quasi so fast sodomistisch ein bisschen, ja, eigentlich die Tierstimmen und Menschenstimmen gleich werten. Ja? Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass der Mensch als eine höhere Lebensgattung, ja? Stimmlich sicher nicht. Nein. Stimmlich sicher nicht. Ich meine, wir haben durch Technik jetzt viel Möglichkeiten, uns zu verändern und Stimmlagen zu erzeugen, die wir uns gar nicht zugänglich sind normalerweise. Ja. Und da ist das Tierreich sozusagen in den Varianten uns weit voraus. Wenn Sie mal mit feinen Mikroskopen sozusagen in die Insektenwelt hineinrauchen, ja, was es dort für Töne gibt, ja. Nicht? Was ganz Zikaden. Ja, gut, das ist sozusagen das Bekannteste. Aber es gibt eben viel feinere Geräusche, die erzeugt werden, die wir kaum hören können. Elektrischen, die in Altstädten um die Ecke fahren, ja? Nicht? Und dieses Metall auf Metallgeräusch erzeugen, können ja auch sehr schöne Töne erzeugen. Ja, ja, man kann durchaus auch eine Stadtoper machen, nur aus Geräuschen, die in einer Stadt technisch erzeugt werden, ja? Leggendo all'aspro assalto ei già tocco il suore barelava il colpo di alto contra trafiggerlo dovea. Die Leuchter für Licht zu mir. Mio
Die deutsche Sprache kommt in die Belungen wohl am nächsten, vom Gefühl her. Ja. Ah, die Französische. Und wenn ich eine Oper über Descartes oder über Lumière, gibt es ja auch, habe, dann ist natürlich die französische Sprache angemessen. Oder was wahnsinnig schön ist, eben das Altfranzösisch, die Sprache des Languedoc, zum Beispiel für den ganzen Parsifal-Sektor, ja. Die Heidegger-Oper, die klingt doch seltsamerweise auf Französisch besonders gut. Ja, haben Sie die mal auf Altgriechisch gehört? Nee. Ja, das ist natürlich... Das ist, ja. Aber gut, das wenigstens ist, verstehen das. Das ist eine Adaption, nicht? Das ist eine Adaption, aber das ist sehr, sehr witzig, denn der Heidegger hat diesen Sprachrhythmus, der im Altgriechischen wunderschön rüberkommt. Aha. Ja, was die wenigsten bei ihm vermuten. Aber das französische Übersetzung hilft ihm, ja, weil jetzt klingt es plötzlich nicht heideggerisch, ja, nicht deutsch, auch nicht altgriechisch, sondern es klingt einfach zivilisiert. Ja, ja, wobei der Mann unverdienterweise da zu Ehren kommt, ihm nicht zustehen. Ja. Ja? Denn er war letztlich eben Deutscher, mit all seinen Fehlern und Schwächen. Hm. Ich habe ihn ja noch persönlich kennengelernt in Tottenau, auf der Hütte im Schwarzwald. Ja. Aber die Oper singen Sie gern? Ja. Ja. Aber es ist so, dass die Technik letztlich vieles ersetzt. Ja? So wie manche Sänger, denen die Stimme entschwand, mit Technik doch noch vieles darbieten können. Naja, gut, ich bin ja das lebende Beispiel dafür. Ja. Ja. Niemand, ich bin ja eigentlich sozusagen die Repräsentation eines technischen Programms. Ja? Mhm. Mich gibt es eigentlich gar nicht, sondern ich bin eine Diskette, die sie irgendwo einschieben. Mögen Sie Kraftwerk? Ja, gefällt mir gut. Wer von den drei Tenören ist nur der Bessere? Ja? Sie singen ja um die Wette. Sie haben doch auf kleinen Zetteln immer mal sozusagen so eine Strichliste gemacht, ja? Nicht? Und derjenige kriegt Spaghetti, ja? Der sozusagen der Beste ist, ja? Abend für Abend. Und Sie wurden ja als Schiedsrichter oft benannt. Ja, natürlich, weil zu mir können Sie nicht in Konkurrenz treten. Also... Das ist schwer, das ist ein bisschen wie der Apfel des Paris. Ich würde ihm Placido geben. Als den Erfahrenen. Ja, ja einfach, und den Sauersten. Ich meine, Luciano schmiert. Ja. Und Carreras? Meist Natur. Ja, das ist etwas dünn. Bisschen trompetenartig. Ja, das ist seine Hilfe, um darüber hinwegzukommen, dass er eben dann quetscht. Nicht? Es gibt, wie gesagt, Teile von Wagner sind genial, grandios. Und es gibt Teil von dem Gesamtklang in Bayreuth. Ja. Der Teilklang und ist das Wertvolle. Das ganz sicher. Und ich meine, Bayreuth ist natürlich sozusagen noch der Nagel zum Sarg von Herrn Wagner. Ja? Ja. Nicht dieser Kult, der dort getrieben wird.